Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 Vintage Video. Heute möchte ich euch etwas zeigen, was eventuell doch ein Stück OP an Vintage sein könnte. Das ist, ich sage mal, eine geheime passive Fähigkeit, die meiner Meinung nach von Respawn so nicht kommuniziert wurde. Ich blende euch einfach mal ein bisschen Gameplay aus der Firing Range ein. Dort habe ich mit Aki ein bisschen was simuliert und zwar geht es darum, dass ihr mit der Passiven die Gegner durch den Smoke sehen könnt, ohne dass ihr irgendein Visier theoretisch bräuchtet. Ihr seht jetzt, ich visiere jetzt einfach nur mit der passiven Fähigkeit an. Und dort sehen wir schon, dass sich jemand im Smoke bewegt. Du brauchst keinen Tracker-Visier, du brauchst nichts, du siehst es einfach. Hier mit der G7 einfach blind draufgehalten. Natürlich muss man ein bisschen ahnen, wo der Gegner ist. Fährst ein bisschen nach links und rechts in dieser Wolke und dann siehst du schon dieses Viereck, also dieses kleine markierte Viereck, was nur erscheint, wenn du drauf bist. Hier seht ihr zum Beispiel einen Hintergrund, das ist einmal der Dummy und jetzt ist es eben Aki. Da wird so ein bisschen rumzwirbelt. Hier baller ich einfach so ein bisschen mit der Ulti drauf. Es gibt einen wichtigen Haken, den stellt ihr jetzt fest. Was heißt ein Haken? Ihr seht alle Waffen, die es im Spiel gibt, die kein Visier drauf haben. Ihr seht es ja im Beispiel an der Alternator. Das funktioniert nur, wenn ihr entweder anvisiert, ohne die Waffe vorher zu ziehen, wenn ihr quasi kein Visier habt. Dann müsst ihr das spotten. Das bleibt natürlich nicht. Und es funktioniert auch nicht mit Einfachvisieren. Also ihr müsst mindestens ein Visier drauf haben, was einen Zoom hat. Hier Einfachvisier funktioniert ebenfalls nicht. Also die Spotterlens, die passive Fähigkeit ohne Waffe, zoomt ja ein bisschen rein. Und das ist der Sinn dahinter. Dass man allerdings, hier seht ihr es am Ranger-Visier, hier können wir mindestens, also Minimum Ranger-Visier, zweifach Zoom. Ab da sehen wir die Gegner durch den Smoke, ohne dass wir einen Tracker-Visier haben, ohne dass wir die gespottet haben oder. Und das ist schon ein Stück weit, also es egalisiert natürlich keine Legende wie Bloodhound oder sonst irgendwas, aber hier das Tracker-Visier, da funktioniert es zum Beispiel auch nicht. Ihr seht mit dem Tracker-Visier natürlich Bangalore jetzt hier rot, aber mit dem Zweifach Zoom, Spotter Lens, passive Fähigkeit, siehst du den Gegner trotzdem irgendwo und es ist theoretisch ein leichtes mit Vintage Bangalore ganz, ganz easy zu kontern. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Vintage so gewollt ist, dass wir durch den Smoke die Gegner sehen können. Ich finde es tatsächlich trotzdem ein bisschen derb. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr schwierig, über eine Legende zu reden, wo es heißt, die ist OP. Ich habe das sträflicherweise schon am eigenen Leib oft erfahren, dass ich falsch lag, wie zum Beispiel bei Newcastle in der letzten Season. Aber ich finde, Vintage kann für eine neue Legende doch eine Menge, was vielleicht so nicht erwartet war. Erinnert euch an Seer, wo der rauskam. Der war schon sehr, sehr krass und dann wurde der kaputt genervt. Ich hoffe natürlich dasselbe nicht bei Vintage, aber ich muss zugeben, sie ist schon heftig. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die viele nicht auf dem Schirm haben. Deswegen bin ich auf eure Meinung gespannt. Lasst mich das natürlich in den Kommentaren wissen. Das war's für heute von mir. Und wer zum tagesaktuell zum Samstag das Video sieht, morgen Sonntag 19 Uhr ist das Holy Creator Clash Turnier veranstaltet von Prise Salz. Da nehme ich mit teil. Ich werde natürlich auch streamen. Freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall extremst auf dieses Event. Und ja, nur dass erstmal Bescheid ist, das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.